Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Veloka. Ich möchte euch heute unsere Campingtische vorstellen. Also wir haben uns nicht für Campingtische von irgendwelchen Herstellern entschieden, aus dem einfachen Grund, ich habe keinen passenden gefunden. Also ursprünglich wollte ich einen 1,60 Meter Tisch haben, aber der passt nicht in den Wohnwagen. Dann haben wir uns für einen 1,40 Meter Tisch entschieden und habe aber nichts gefunden, wo ich gesagt habe, der ist stabil genug, um da wirklich mit den Kindern dran zu sitzen, die da mal dran stoßen, dass nicht gleich alles umfällt und so weiter. Dann war ich ein bisschen auf der Suche und bin dann durch Zufall auf jemanden gestoßen, der so Beschläge und Tischbeine macht, das zeige ich euch gleich, für Campingtische. Das Schöne ist, es ist jetzt keine große Firma dahinter, sondern er hat das gemacht aus eigener Erfahrung und eigener Motivation. Also er ist selber Camper. Und hat selber die Erfahrung gemacht, dass es keinen wirklich guten, stabilen Tisch auf dem Markt gibt und hat es dann selber in die Hand genommen. Das Schöne ist, er hat die Tischbeine und die Blatt und die Aufnahmen, also ich zeige das gerade mal, das sind so Aufnahmen, wo auf den Tisch geschraubt werden und dann kommen da die Tischbeine, also zur Montage, einmal rein und wieder rausgeschraubt. Und was auch ganz toll ist, ich zeige es mal hier, sind alle höhenverstellbar. Also alle vier Füße sind höhenverstellbar, stehen leicht 3 Grad nach außen, dass er wirklich stabil steht. Und ja, also der hat es gemacht auf eine Platte von IKEA. Also die IKEA-Tische haben ja schon vorgebohrt, die Löcher. Die Aufnahmen passen perfekt auf die Tischplatte. Darum bin ich auch bei dieser Platte geblieben. Also ist eine schöne Bambustischplatte. Ist jetzt keine Outdoor-Platte, muss ich auch sagen. Aber im Normalfall sollte es reichen, steht draußen unterm Vorzelt oder unter der Markise. Und ja, wenn es mal ein bisschen nass wird, dann wischt man ab. Also ist so lackierter Bambus. Ja, also mich hat es wirklich gefreut, dass ich den gefunden habe. Heute ist dann das Päckchen angekommen. Dann habe ich gesagt, ich mache gleich das Video, um einfach auch zu sehen, ist es wirklich so wie erwartet. Also momentan sieht es ganz danach aus. Bin wirklich sehr glücklich darüber, macht einen sehr, sehr ordentlichen, massiven Eindruck. Ich schraube jetzt so kurz mal die Platten fest, also die Beschläge auf der Tischplatte. Könnt ihr mir über die Schulter gucken. Danach gehen wir raus und gucken mal, wie stabil er wirklich ist, der Tisch. Und dann werde ich danach den zweiten aufbauen. Also wir haben zwei Tische, also wir haben uns für zwei Tische entschieden, aus dem einfachen Grund, wenn wir nicht so vielen fahren, dann reicht uns einer mit 1,40 Meter, und wenn wir dann halt doch mehrere sind, dann stelle ich ja zwei Tische auf. Gut, also ich werde das jetzt gleich mal festschrauben. Man muss dann nur darauf achten, wo kommen die Platten hin, weil die eben diese 3 Grad nach außen stehen, dass er stabiler steht. Und dann lege ich mal los. Wie man sieht, sind die Tischbeine mit solchen Klammern gekommen. Also die werden nachher auch noch auf der Platte verschraubt. Und dann kann man die auch nachher für den Transport wieder aufstecken. So ist nachher auch dann der Zustand, wenn man ihn transportiert, also jetzt ist er noch nicht festgeschraubt, dass man dann die Tischbeine hier einklickt und dann den Tisch verstauen kann und losfährt. Aber jetzt wollen wir erstmal die Platten festschrauben. Dann brauchen wir insgesamt 5 Schrauben pro Beschlag auf dem Tisch. So. Und das Schöne ist einfach wirklich bei der Tischplatte, jetzt ist es vorgebohrt und dann kann ich die ganz einfach hier festschrauben. Ich verwende jetzt ganz bewusst keinen Akkuschrauber. Also wenn man den entsprechend einstellt, kann man natürlich auch einen Akkuschrauber nehmen. Aber ich will ja nicht, dass mir die Schraube ausreißt, sondern so kann ich es einfach mit Gefühl eindrehen und dann passt es. Die erste Platte ist schon fest. Und mich freut es einfach, wenn ich so Produkte präsentieren kann, die einfach von Campern kommen, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie sich das oder anderen auch erleichtern und besser machen kann. Und dann sowas dabei entsteht. Also eben ist keine große Massenware, keine große Firma, wo dahinter steht, sondern einfach nur jemand, der eine Idee hat
und die umgesetzt hat. Und das finde ich doch eigentlich, also das macht mir umso mehr Freude, sowas präsentieren zu dürfen und dass dann auch, ja, wir auch ordentliche Tische dann haben. Also ich werde euch in der Beschreibung, in der Videobeschreibung dann die Kontaktmöglichkeiten verlinken, dass ihr dann, falls ihr auch denkt oder selber Bedarf hat an so einem Tisch, wenn ihr sagt, ja, ihr habt auch immer das Thema, dass euch die Tische nicht stabil genug sind, dann könnt ihr euch entsprechend auch ja, darüber informieren und euch so einen Tisch besorgen. Also ihr könnt auch gerne jede andere Tischplatte nehmen. Aber mir hat das einfach mit dem Bambus gut gefallen. Und dass es halt jetzt auch schön zusammenpasst. Also wenn ich jetzt überlege, in der Essecke sind wir ja auch schon gesessen. Hier vorne stand noch ein Kinderstuhl. Und der Tisch hier drunter, also vom Wohnwagen, ist natürlich kleiner als der jetzt. Und da muss ich schon sagen, also das wird uns wirklich ausreichen. Klar, wenn wir jetzt in den ersten Urlaub fahren und dann sind wir zu siebt. Und da müssen zwei noch an einem Kinderstuhl sitzen. Dann, ja, dann reicht ein Tisch natürlich nicht. Aber manchmal kommen ja auch nicht alle mit, weil sie andere Pläne haben oder wie auch immer, dann stellen wir natürlich nur einen Tisch auf. Ich habe es jetzt nicht nachgewogen, aber der Tisch soll jetzt um die 13 Kilo wiegen. Ist jetzt kein Leichtgewicht, aber jetzt auch nicht besonders schwer. Also ich habe jetzt mal geschaut, Tische, die annähernd in der Stabilität mit angeboten werden, sind teilweise sogar deutlich schwerer oder ziemlich gleich. Also daher habe ich damit kein Problem. So, die Platten sind montiert. Wie man sieht, sie stehen leicht jetzt schon schräg nach außen. Und jetzt machen wir die Tischbeine rein und dann geht's raus. Gut, jetzt sind wir hier draußen. Ich habe schon mal zwei Reihen und eben die stehen jetzt 3 Grad nach außen. Und jetzt montiere ich noch die anderen beiden Beine. Jetzt einmal da rein. Hier kommt der andere eingeschraubt. Also ob ich jetzt einen Klapptisch habe oder hier kurz die 4 Füße reindrehe, da sehe ich jetzt kein Problem drin. Macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. So, der Tisch steht. Also die Tischbeine sind drin und jetzt stellen wir den Tisch auf. So. Super. Das ist er. Also da ist wirklich nicht viel Bewegung drin. Bin so, wie ich es erwartet habe, wenn nicht sogar noch besser. Also da kann man wirklich ordentlich dran sitzen, aber wenn man da mal dran stößt, da ist jetzt kein riesen Gewackel dran. Also ich bin sehr zufrieden und freue mich, dass ich den so gefunden habe. Ja, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr euch auch so einen Tisch gekauft habt oder zumindest mal angeschaut habt oder ob ihr auch eine andere tolle Variante habt. Mir gefällt die sehr gut. Ich freue mich, dass ich das gefunden habe. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr Kontaktdaten zu dem Hersteller, also ist ja privat, wo er das noch so ein bisschen nebenbei macht. Vielleicht ändert sich das ja noch, wer weiß. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, zu uns zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos von uns nicht verpasst und bis zum nächsten Mal.